Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 4388, Begrenzung bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge aufheben. Ich darf die Aussprache öffnen, erteile für die Fraktion der Piraten Frau Kollegin Brandt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, 1000 zusätzliche Flüchtlinge aus Syrien. Das hört sich ja erstmal gut an. Aber wie wenig sind doch 1000, wenn man weiß, dass 6 Millionen Menschen dort auf der Flucht sind? Wie wenig sind 1000 für die siebtstärkste Volkswirtschaft in Europa? Und wie wenig erst sind 1000, wenn man hört, dass alle anderen Bundesländer, bis auf Bayern, Baden-Württemberg und das kleine Saarland, keine Obergrenze für ihr Kontingent festgelegt haben? Wir wollen diese Obergrenze des Landeskontingents abschaffen. Wir wollen die Warteliste streichen. Wir wollen ein Signal an die mehr als 3.500 Wartenden senden, dass sie die Krisenregion endlich verlassen können. Wieso ist das Landeskontingent auf 1000 begrenzt? Was sind Ihre Argumente? Ich sage es Ihnen, es gibt keine Argumente. Es ist weder inhaltliche, noch soziale, noch monetäre. Meine Damen und Herren, dazu kommt, dass bis letzte Woche Dienstag gerade einmal 15 Visa genehmigt wurden. Vielleicht sind es ja jetzt auch schon 20. Das ist bei den bürokratischen Hürden, die diese Flüchtlinge zu überwinden haben, auch kein Wunder. Neben den bürokratischen Hürden müssen die Verwandten auch ein nicht unerhebliches Vermögen besitzen. Eine vierköpfige Familie muss zum Beispiel 3.200 Euro netto nachweisen, um 4 Personen den Lebensunterhalt sichern zu können. 3.200 Euro netto, wer kann sich das denn leisten? Mögliche Kosten für eine Unterkunft kommen dann noch dazu. Dies können nur die wenigsten nachweisen und trotzdem stehen über 3.500 Menschen auf dieser Warteliste. Oh ja, okay, die kommunalen Spitzenverbände sind am Klagen wegen der Behandlungskosten. Ausgerechnet bei dieser kleinen Gruppe, die sich alles andere selbst finanzieren muss. Zumal ich finde es ziemlich widerlich, im Zusammenhang mit Menschen, die vor Krieg, Hunger und Tod auf der Flucht sind, von Kosten zu sprechen. Aber, meine sehr verehrten Vertreter auf der Regierungsbank, wir unterstützen Sie gerne bei dem Vorhaben, am Freitag, den 6. Dezember, dabei die Innenministerkonferenz zu nutzen, um bessere Bedingungen für die syrischen Flüchtlinge zu erwirken oder gar neue Kontingente zu verabschieden. Aber warum sollte uns das davon abhalten, hier und heute das Kontingent zu öffnen? Erklären Sie mir das. Erklären Sie das den über 3.500 Wartenden. Ganz im Gegenteil, mit dem heutigen Beschluss setzen wir gerade Richtung Konferenz ein Zeichen aus dem Landtag und stärken Ihre Verhandlungsoptionen. Außerdem geht es uns darum, den Menschen, die auf der Warteliste stehen, das Signal zu senden, dass sie die Krisenregion verlassen können und nichts anderes. Falls Sie auf die Idee kommen sollten, den Antrag heute nicht abstimmen zu lassen, weil wir lieber die IMK abwarten, um noch bessere Bedingungen zu verhandeln, ist das etwa so wie zu sagen, ja, in 2 Wochen soll es regnen, dann binde ich mir heute lieber nicht die Schuhe zu. Also die Sache mit den Äpfeln und den Birnen. Frau Kollegin, statt eine Zwischenfrage von Herrn Siebecke? Nein, jetzt gerade keine Zwischenfrage, bitte. Meine Damen und Herren, im Übrigen will der Bund gar kein neues Kontingent. Ich zitiere aus einer Antwort, aus einer kleinen Anfrage vom 18.11. im Bundestag. Das derzeit laufende Aufnahmeprogramm des Bundes ist noch nicht abgeschlossen, da es zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für den Entlass einer zweiten Aufnahmeanordnung durch den Bund ersichtlich. Darüber hinaus steht im Koalitionsvertrag, dass für schutzbedürftige Flüchtlinge spätestens ab 2015 neue Kontingente aufgebaut werden. 2015, wir reden hier über Kriegsflüchtlinge und deren Verwandte, die nur darauf warten, dass sie die Krisenregion endlich verlassen dürfen. Wir können heute dieses Signal an diese Menschen senden oder eben nicht. Wie gesagt, wenn wir die Kontingentbegrenzung jetzt streichen, haben Sie, Herr Minister Jäger, sogar eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Verhandlungspartnern auf Bundesebene. Vielleicht können Sie sogar etwas gegen die unsäglichen
bürokratischen Hürden für diese Flüchtlinge unternehmen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandt. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Kollege Marquardt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen! Mit dem arabischen Frühling war die Hoffnung auf eine umfassende Demokratisierung der Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens verbunden. Leider haben sich unsere Hoffnungen nicht erfüllt. In Syrien spielt sich derzeit vor unseren Augen eine humanitäre Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes ab, ohne dass dieses Drama in unseren Medien sonderlich präsent ist. Syrien steht vor den Trümmern der Reformbemühungen seiner Bevölkerung. Der Ruf nach mehr Demokratie und Freiheit endete in einem schrecklichen Bürgerkrieg. Das Assad-Regime ist auch nach 3 Jahren Bürgerkrieg immer noch an der Macht und wird weiterhin durch seine Verbündeten Russland und den Iran gestützt. Die Lage im Land ist unübersichtlich. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bislang mehr als 110.000 Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus gibt es Hunderttausende an Verletzten, Verwundeten und Vertriebenen. Auch die Bundesrepublik Deutschland und deutsche Soldaten sind vom syrischen Bürgerkrieg betroffen. Die Bundeswehr schützt derzeit im Rahmen der deutschen Bündnisverpflichtungen an der türkisch-syrischen Grenze den Luftraum unseres Bündnispartners Türkei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Konflikt ist die Unterscheidung von Gut und Böse auch auf der Seite der zumeist islamistischen Rebellen nicht immer eindeutig. Das Leid der Zivilbevölkerung im Land ist unbeschreiblich. Alle Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung haben sich bislang zerschlagen. Krieg ist aber auch immer ein Versagen der Diplomatie. Die Hoffnung, dass die Syrien-Konferenz im kommenden Januar spürbare Erfolge bringt, muss deutlich gestärkt werden. Aus der Sicht der SPD-Landtagsfraktion muss in den kommenden Wochen und Monaten die Hilfe für die syrischen Flüchtlinge deshalb forciert werden. Aber auch die kommende Bundesregierung ist aufgefordert, mehr Initiative zu ergreifen und sich stärker für eine friedliche, politische Lösung des Konfliktes einzusetzen. Sie muss auch auf die waffenliefernden Staaten einwirken, um damit den Konflikt endlich einzudämmen. Mindestens 6 Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Terror und Gewalt in ihrer Heimat. Alleine in der Türkei haben sich gegenwärtig derzeit 600.000 syrische Flüchtlinge auf und davon 200.000 in den völlig überfüllten Flüchtlingscamps. Über 500.000 Syrerinnen und Syrer sind in das benachbarte Jordanien geflogen. Im Libanon beträgt die Anzahl der Flüchtlinge nach inoffiziellen Schätzungen ca. 1,4 Millionen Menschen. Viele von ihnen finden keinen Platz in den Flüchtlingscamps und schlagen sich alleine durch. Diese Zahlen sind eigentlich unvorstellbar. Hinter jeder Zahl verbirgt sich eine individuelle menschliche Tragödie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies gibt einen Eindruck von den Dimensionen des Elends, das der Bürgerkrieg verursacht. Auch Europa und insbesondere Deutschland sind in der Pflicht, den Opfern von Terror und Gewalt zu helfen. Angesichts dessen hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung dazu entschieden, den Abschiebestopp für syrische Flüchtlinge zu verlängern. Darüber hinaus wurde im Einvernehmen mit dem Bundesinnenminister beschlossen, über den NRW-Anteil am Bundeskontingent hinaus weitere 1.000 Flüchtlinge aufzunehmen und damit die Aufnahmequote in Nordrhein-Westfalen nahezu zu verdoppeln. Das Land Nordrhein-Westfalen bemüht sich weiterhin intensiv darum, das Leid der Flüchtlinge zu lindern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD-Landtagsfraktion würde es begrüßen, wenn die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien möglich gemacht würde. Wir möchten jedoch ein abgestimmtes Vorgehen unter den Bundesländern ermöglichen
und sind deshalb dafür, den Innenminister der Bundesländer bei der anstehenden Konferenz die notwendige Zeit für ein koordiniertes Vorgehen zu geben. Zeitnah werden wir daher dem Landtag einen Vorschlag unterbreiten, wie die Aufnahme weiterer syrischer Flüchtlinge ausgestaltet werden kann. Dies wird mit der gebotenen Eile, aber auch mit der notwendigen Sorgfalt geschehen. Diese Vorgehensweise kommt schließlich und letztlich auch den betroffenen Menschen zugute. Wir lehnen aus diesem Grund den Antrag der Piraten zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Marquardt. Für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Herr Kruse. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir erinnern uns, dass das Thema Flüchtlings- und Asylpolitik in all den letzten Jahren häufig Gegenstand der Beratungen hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag war. Vorweggeschickt möchte ich anmerken, dass wir das modernste Asylrecht in Deutschland, zumindest im Vergleich zu den europäischen Staaten, haben. Darauf können wir stolz sein, und das ist auch gut so. Ich glaube, wir sind uns auch einig darin, dass die Auseinandersetzung über die Verteilung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die aus Ländern im Kriegszustand und ohne funktionierende Rechtsstrukturen kommen und vor den übelsten Diktatoren und islamistischen Terrorbanden fliehen, dass diese Auseinandersetzung uns voraussichtlich in all den nächsten Monaten und Jahren noch häufiger beschäftigen wird. Eine Riesenaufgabe, die wir in den demokratischen Staaten Westeuropas insgesamt vor der Brust haben. Eine Riesenaufgabe, und ich bin ganz sicher, für diese Aufgabe gibt es keine schnelle und erst recht keine schnelle politische Lösung. Wir brauchen, da sind sich, soweit ich das überblicken kann, auch alle einig, wir brauchen eine gemeinsame europäische und natürlich auch eine gemeinsame europäische abgestimmte Vorgehensweise und eine Lösung, die auch an der Quelle des Problems ansetzt. Und die Quelle dieser Probleme liegt natürlich nicht hier in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und in Europa, sondern die liegt in den angesprochenen Staaten. Bereits am 20. März dieses Jahres gab der noch amtierende Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich bekannt, dass Deutschland im Vorgriff auf eine gemeinsame europäische Aufnahmeaktion 5.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen werde. Noch nie zuvor, auch das darf man ja in dem Zusammenhang mal sagen, noch nie zuvor hat Deutschland mit einer einzelnen Aktion so viele Flüchtlinge aufgenommen. Das verdeutlicht im Übrigen auch die entsprechenden Pressemitteilungen im Frühjahr und im Sommer dieses Jahres. Und erfreulicherweise, es ist zumindest von einem Vorredner indirekt erwähnt worden, erfreulicherweise haben sich viele Bundesländer darüber hinaus bereit erklärt, auch nahe Familienangehörige von Syrern aufzunehmen. Ich denke, darum geht es auch in besonderer Weise. Das kann man auch nur unterstützen. Und auch Nordrhein-Westfalen hat in diesem Zusammenhang ja angekündigt, zusätzlich 1.000 dieser Personen aufzunehmen. Zurückweisen möchte ich, und es ist aus meiner Sicht eindeutig falsch, wenn die Piraten mit vorliegendem Antrag den Eindruck erwecken möchten, als würde die Bundesrepublik Deutschland oder das Land Nordrhein-Westfalen ihrer humanitären Verantwortung nicht gerecht. Denn das genaue Gegenteil war in all den vergangenen Jahren der Fall, und auch das genaue Gegenteil war in diesem Jahr der Fall. Deutschland bietet nämlich, auch Nordrhein-Westfalen hat sich hieran ganz ohne Frage beteiligt, Deutschland bietet nämlich nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch im Verhältnis zu seiner Bevölkerung etwa doppelt so vielen Menschen aus Syrien Schutz wie der Durchschnitt der EU-Länder. Auch das darf man in dem Zusammenhang erwähnen. Gleichwohl löst das natürlich nicht die Probleme in den entsprechenden Regionen. In Erinnerung rufen darf ich aber auch, dass der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes vor wenigen Wochen auch noch mal eindringlich appelliert hat, ja, es macht keinen Sinn, dass sich jedes
der 16 Bundesländer mit dieser Thematik beschäftigt und man sich sozusagen in der Diskussion darüber auseinanderdividiert, sondern es macht sehr viel Sinn, dass wir erstens in Deutschland eine einvernehmliche Vorgehensweise haben und dass wir natürlich, das hat Rudolf Seiters, der Präsident, auch noch mal angemahnt, dass wir natürlich in Europa eine abgestimmte Vorgehensweise haben. Davon sind wir noch weit entfernt, weil die Entwicklung ja auch eine ungeheure Dynamik hat, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten ja erlebt haben. Und deswegen bitte ich die Fraktion der Piraten darum, heute von ihrer Abstimmung abzusehen und doch den entsprechenden Fachausschüssen, weil sich die Zahlen ja auch verändern und wie gesagt mit einer entsprechenden Dynamik in Bewegung sind. Ich würde Sie darum bitten, den Fachausschüssen, sprich dem Innenausschuss und dem Integrationsausschuss, die Beratung darüber noch mal anzuvertrauen. Da gehört es aus meiner Sicht hin, bei einem solch sensiblen Thema eine direkte Abstimmung vorzuführen. Kann man machen. Gut, dem Grunde nach sind wir, glaube ich, insgesamt nicht so weit auseinander. Ich appelliere an die demokratischen Fraktionen, dass wir die angesprochene einvernehmliche Lösung, die abgestimmte Lösung, Herr Minister Jäger, auf der Innenministerkonferenz anstreben. Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Und für die Grüne Fraktion hat das Wort nun Frau Düker. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, über 6 Millionen Syrerinnen und Syrer sind mittlerweile zu Flüchtlingen geworden. 2 Millionen in den Nachbarstaaten und über 4 Millionen im eigenen Land. Das ist fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung und die Tendenz ist leider steigend. Die Nachbarländer sind völlig überfordert. Herr Marquardt hat die Zahlen hier genannt. Und daher teile ich auch ich die Auffassung von einigen Vorrednern, von den Piraten, von der SPD insbesondere hier, dass es tatsächlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und eigentlich erbärmlich wenig, was Deutschland hier an Solidarität zeigt mit den beschlossenen Aufnahmequoten. 5.000 hat der Bund festgelegt, davon kommen 1.000 in Nordrhein-Westfalen an. Die Aufnahmequote ist durch eine eigene Landesanordnung im September. Ich finde das erbärmlich wenig, Herr Siewecke. Das ist meine Art, diese Dinge so zu bewerten. Sie können dazu einer anderen Auffassung kommen. Ich finde das erbärmlich wenig, ganz klar. Am 26.09. hat das Land diese Aufnahmequote für Nordrhein-Westfalen durch eine eigene Anordnung verdoppelt mit den 1.000. Das Kontingent ist bekannt. Bei der Hotline sind inzwischen über 4.000 Meldungen eingegangen. Und wo stehen wir 2 Monate später? Schauen wir uns die Situation 2 Monate später an. Was ist denn da los? Müssen Sie intervenieren, Herr Präsident? Nein. Schauen wir uns die Situation 2 Monate später an, stellen wir fest. Ich habe mich erkundigt, das sind, glaube ich, nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber es sind 2 Monate später erst circa 20 Visa ausgestellt worden. 400 haben Bedarf angemeldet und ich glaube, ungefähr 5 Personen auf Nachfrage war das die letzte Zahl. 5 Personen sind nach 2 Monaten von diesem 1.000-Kontingent erst angekommen. Da müssen wir uns doch auffragen, liebe Piratinnen und Piraten, warum das so ist und da auch ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, denn die Auslandsvertretung, ich habe mir das vortragen lassen von Flüchtlingsorganisationen, wie diese Visaerstellung funktioniert bzw. nicht funktioniert, völlig überlastet, man kommt keine Termine in den Botschaften im Libanon und in Jordanien und auch das, meine ich, Herr Minister, müsste auf der Innenministerkonferenz dringend angesprochen werden. Ähnlich sieht es mit der Aufnahme aus diesem 5.000er-Kontingent aus. Von den 1.000, die NRW davon nehmen will ja auch, sind auch erst knapp 200 hier angekommen, auch aufgrund dieser ganzen bürokratischen Hürden. Und deswegen begrüße ich einerseits die IMK-Initiative aus Nordrhein-Westfalen, dass das 5.000er-Kontingent aufgestockt wird, aber gleichzeitig, und das müssen wir einfach auch immer wieder sagen, gleichzeitig ist es notwendig, die Hürden für die Menschen, die letztlich in den Auslandsvertretungen, nicht bei den Ausländerbehörden, sondern in den Auslandsvertretungen liegt, diese Hürden abzubauen. Da bitte ich dringend drum. Nach vorne.
Zuständigkeitszwist zwischen Bund und Ländern darf nicht auf dem Rücken der betroffenen Menschen, die in größter Not sind, ausgetragen werden. Deswegen, ja, Bund und Länder müssen hier zusammenarbeiten, und sie müssen auch auf beiden Ebenen, muss Verantwortung übernommen werden. Aber perspektivisch wird sich, und das kann ich für meine Fraktion hier sehr deutlich erklären, wird sich Nordrhein-Westfalen nicht verschließen dürfen. Und wir stehen da auch für, dass das Nordrhein-Westfalen nicht tut, dieses Kontingent aufzustocken und eine neue Anordnung zu treffen. Das darf nicht auf dem Rücken der Menschen hier passieren. Zweitens, auch perspektivisch, brauchen wir möglichst EU-weit, wenn das aber nicht absehbar ist, und das ist nicht absehbar, leider, brauchen wir auf nationaler Ebene zumindest dauerhafte Aufnahmequoten für besonders Schutzbedürftige, das sogenannte Resettlement-Verfahren. Was heißt das? Das heißt, es werden Quoten ausgeschrieben, wo dann ohne großartige bürokratische Hürden möglichst schnell Menschen aus Krisenregionen hierher kommen können. Und da ist es herzlich wenig, was die Innenministerkonferenz 2011 dazu beschlossen hat. Sie hat ein institutionalisiertes Resettlement beschlossen, aber mit einem jährlichen Aufnahmekontingent von 2012 bis 2014 auch befristet von 300 Personen, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Frau Düker, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Herrmann? Von Herrn Herrmann, gerne. Bitte schön, Herrmann. Ja, vielen Dank für die Zulassung der Zwischenfrage. Wir müssen ja trennen, wir haben diese 5.000 wirklich notleidenden Flüchtlinge und die 1.000 für NRW, Familiennachzug, eher wohlhabend, wo das Land NRW eigentlich überhaupt keine Kosten hat. Sie haben gerade gesagt, es sind erst 5 Visa erteilt worden. Nein, 5 Personen sind eingereist. Oder 5 Personen sind eingereist, okay, Entschuldigung. Ja. Und haben die Komplexität und Kompliziertheit der Aufnahmeanordnung des Verfahrens bemängelt. Ich wollte Sie fragen, wer ist dafür zuständig, dass diese Verfahren so kompliziert sind, beziehungsweise wer könnte da für Vereinfachung sorgen? Also ich habe ja dargestellt, dass ich, danke für die Frage, dass ich mit Flüchtlingsorganisationen und Betreuern, Rechtsanwälten gesprochen habe und gefragt, warum kommen die hier nicht an? Und die Antwort war leider immer wieder, weil die Botschaften, die Auslandsvertretungen in den Fluchtländern, Libanon, Jordanien, Türkei, weil die diese Bearbeitung der Visa, obwohl eine Vorabzustimmung der Ausländerbehörde vorliegt, nicht erteilen. Zum Teil bekommt man keinen Termin, man kommt telefonisch nicht durch, E-Mails werden nicht beantwortet, und dass diese Botschaften überlastet sind oder aber so schwachsinnige Sachen machen, wie dass sie sagen, wir können hier die Legalisierung der Kinder nicht vornehmen, da müssen sie zur Botschaft wieder nach Syrien zurück, oder solche Antworten bekommen die Menschen da. Also ich könnte jetzt hier lange erzählen, es sind wirklich die Probleme in den Auslandsvertretungen, in den Fluchtländern. Das wurde mir so vorgetragen, deswegen bitte ich den Innenminister auch, genau diese Probleme beim BMI vorzutragen. Das ist seine Auslandsvertretung und seine Verantwortung. Und trotzdem meine ich, da können wir es nicht drauf schieben, das meine ich damit, dass das nicht auf dem Rücken der Leute ausgetragen werden muss. Wir müssen gucken, was wir hier als Land machen können, damit hier auch Menschen vor Verfolgung und Not, die Verwandte hier in Nordrhein-Westfalen haben, hier auch herkommen können. Und das werden wir auch tun, und dieser Verantwortung werden wir uns auch stellen. So, Innenministerkonferenz 2011, institutionalisiertes Resettlement für die Zukunft, 300 Personen pro Jahr. Auch das, Herr Siewecke, sage ich, ist erbärmlich wenig. Auch da mit diesem Begriff. Das kann nicht sein, dass wir als Deutschland sagen, wir verkraften ein Resettlement in Höhe von 300 Menschen pro Jahr. Zusätzlich natürlich zu denen, die im normalen Asylverfahren zu uns kommen. Das dürfen wir auch bei aller Debatte nicht vergessen. Es sind dieses Jahr bereits 10.000 Menschen nach Deutschland gekommen, Syrerinnen und Syrer, die ein Asylverfahren durchlaufen und in der Regel da auch vor Abschiebung erstmal geschützt sind. So, das nach vorne. Und, Frau Kollegin, Sie kommen zum Schluss oder Sie gestatten noch eine Zwischenfrage? Ja, immer gerne. Herr Marsching hatte sich gemeldet, bitte schön. Nein, ja, nicht Herr Marsching, Herr Kollege, bitte, Entschuldigung. Das ist der,
Das ist ja Schatz vom Platz des Kollegen Masching. Frau Dücker, naja, unser Antrag zielt ja eigentlich einzig und allein darauf ab, die Tausendergrenze zu kappen. Sie haben mit dem, was Sie gesagt haben, ja nicht Unrecht. Im Gegenteil, also die Verfahren müssen vereinfacht werden, da muss was getan werden. Das ist überhaupt keine Frage. Nur die Frage, die sich mir stellt, ist, inwiefern hindert unser Antrag, der einzig und allein auf die Kappung anzielt, daran, diese Verfahren trotzdem noch zu ändern? Und dann sogar als klares Signal zu sagen, NRW will das ändern, NRW will es verbessern. Also das verstehe ich nun wirklich nicht. Das haben Sie auf mich erklärt. Die Frage haben Sie jetzt Frau Dücker gestellt. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich sage, wir dürfen nicht nur auf die Zahl gucken, wir müssen auf die Verfahren gucken. Ja, dem kann man auch hier zustimmen. Ja, wir brauchen eine perspektivische Lösung. Auch in die Zukunft sollte man ab und zu gucken, dass wir eben dieses Gezanke nicht mehr haben, sondern feste Aufnahmequoten haben. Wir müssen die Verfahren beschleunigen und wir müssen, wenn wir mehr aufnehmen wollen würden in Nordrhein-Westfalen, müssten wir... Ich will hier nicht technisch, sondern politisch argumentieren, aber technisch könnten wir diese Anordnung gar nicht verändern, sondern technisch müssten wir als Land Nordrhein-Westfalen eine neue Anordnung erlassen. Und diese Anordnung, der Minister muss mich korrigieren, wenn das falsch ist, diese neue Anordnung müsste auch wieder vom BMI mit Zustimmung des BMI erfolgen. Das heißt, um mehr Menschen aufzunehmen in Nordrhein-Westfalen, wir sind dazu bereit, geht es aber gar nicht so, wie Sie es vorschlagen. Wir müssten eine neue Anordnung machen. Politisch sind wir da auf einer Linie. Wir sind dazu bereit, eine neue Anordnung zu machen, um dann eine neue Zustimmung auch vom BMI zu bekommen. Politisch geht das in diese Richtung. Und von daher, Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen sollte sich hier etwas solidarischer zeigen als bisher. Nordrhein-Westfalen wird sich der Verantwortung hier nicht entziehen. Der Bund muss aber auch handeln. Und schaut man auf die Herkunftsländer und auf die hohe Belastung da in den Nachbarländern, in Krisenregionen, Libanon und Jordanien oder aber auch andere Länder, wohin die Flüchtlinge ja in erster Linie fliehen, finde ich, brauchen wir perspektivisch feste Resettlement-Aufnahmequoten. Das wäre mein Wunsch. Hätten Sie diesen Antrag, ich stimme ausnahmsweise Kollegen Kruse mal zu, solche, ja, Herr Kruse, ab und zu muss es sein. Frau Kollegin, Sie kommen aber zum Schluss genau, jetzt in der deswegen, Runde. Ne? Und deswegen ja. Meine ich auch, weil man das in 5 Minuten Redezeit wirklich nicht abarbeiten kann, hätten wir genau diese Dinge, wie gehen wir weiter vor, wie operationalisiert man diese Dinge, wir sind da an einem Strang, ich bin auch für den Redebeitrag von Herrn Kruse da dankbar, dass er das aussagt, das hätte man im Ausschuss sachlich und an der Sache orientiert weiter diskutieren können, das wollen Sie offenbar nicht, Sie wollen hier eine Abstimmung mit 5 Minuten Redezeit, einen Sachverhalt, der vielleicht etwas schwieriger zu erörtern wäre. Das finde ich schade, das bedauere ich. Deswegen werden wir den Antrag auch ablehnen. Jo, vielen Dank, Frau Dücker. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Dr. Stamm. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Dücker, wenn man Sie oder Ihrer Argumentation hier eben folgt, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wer regiert denn hier in Nordrhein-Westfalen? Und wer hat hier die entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten? Und jetzt der Frau, Herr Jäger, lassen Sie mich mal ausführen, Herr Minister, Sie haben ja gleich auch noch die Möglichkeit. Ich bin auch gespannt auf Ihre Ausführungen, weil ich Ihnen Positives unterstelle. Ich glaube zwar, dass das der falsche Weg ist, wie Sie ihn und die Mehrheitsfraktion ihn hier bestreiten, weil ich glaube, es wäre wichtig gewesen. Und ich finde es enttäuschend, dass das nicht möglich ist. Es wäre wichtig und richtig gewesen, wenn wir hier gemeinsam vom gesamten Haus, von allen Fraktionen ein klares Signal an die Flüchtlinge aus Syrien, um die es hier geht, gesendet hätten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch auch hier in der Debatte deutlich geworden. Auch ein wirklich gestandener Konservativer wie Herr Kruse hat doch hier die Sensibilität des Themas geäußert und hat klargemacht, dass hier alle um eine gemeinsame Haltung hier im Hause ringen. Und der Antrag von Frau Brandt, das ist ja kein Dringlichkeitsantrag, der heute Morgen hier aufgetaucht ist, sondern er liegt ja schon bei ein paar Tage auf dem Tisch. Es hat doch Gespräche gegeben.
Es wäre möglich gewesen, hier zusammenzukommen und dieses Signal zu senden und dann zu sagen, ja, dann vertagen wir das in den Ausschuss und dann machen wir dieses und jenes, am besten noch eine Expertenanhörung. Meine Damen und Herren, in Syrien sterben die Leute und wenn wir hier ein humanitäres Zeichen setzen wollen, dann sollte man das hier und heute tun. Und deswegen wird die FDP-Fraktion diesen Antrag auch unterstützen. Ich danke im Herr Kollege, auch. Herr Kollege, würden ja. Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Körfges zulassen? Ja. Herr Kollege, ist Ihnen bewusst, wer im Augenblick noch das Bundesaußenministerium, was in vielen Fragen zuständig ist, denn besetzt und wieso die Dinge auf anderer Ebene haken? Herr Kollege, das Bundesaußenministerium wird derzeit geschäftsführend von Guido Westerwelle geführt. Der entscheidet aber nicht hier und heute, ob wir diese Flüchtlinge aufnehmen oder nicht, sondern das ist Ihre Entscheidung. Herr Kollege Stamp, würden Sie auch noch eine Zwischenfrage von Frau Düker zulassen? Ja, bitte. Ja, danke, Herr Stamm, für die Gelegenheit zur Zwischenfrage. Ich bin ja bei Ihnen, dass gemeinsame Signale immer sehr gut sind und sehr schön sind. Wären Sie denn auch bereit, heute ein gemeinsames Signal hier auszusenden, dass der Landtag sich der Initiative des Innenministers anschließt, der gesamte Landtag sich der Initiative des Innenministers anschließt, auf der Innenministerkonferenz den Bundesinnenminister aufzufordern, das 5000er-Kontingent auch zu erhöhen. Dann wäre das wunderbar, weil dann könnten wir mit einer gemeinsamen Initiative ausgehen. Leider missbrauchen Sie diese Debatte gerade. Das finde ich sehr schade für parteipolitisches Rumtaktieren. Und ich finde, das ist eine Frage, bitte keine die Frage war, schließt sich auch Herr Stamp, der Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen auf der IMK an? Frau Düker, den Vorwurf, wir würden hier parteitaktische Spielchen machen, den weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Und das finde ich eine Unglaublichkeit. Wir haben uns die ganze Zeit hier um eine gemeinsame Haltung bemüht. Jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit sowas. Das ist wirklich unglaublich. Ist im Übrigen auch keine Frage, ja, sondern eine Unterstellung. Und ich bin wirklich, finde das auch sehr bedenklich, ja, wenn wir uns in Runden treffen und dann verabreden, dass man eben genau das hier nicht veranstalten will, dass Sie jetzt damit kommen. Finde ich nicht in Ordnung. Und im Übrigen, ich habe eben mich an den Innenminister gewandt und habe eindeutig gesagt, wir unterstellen ihm einen positiven Ansatz und wir unterstellen ihm auch, dass er hier das Beste herausholen möchte. Aber da möchte ich gerne die Argumentation hören, warum wir nicht hier von vornherein von Nordrhein-Westfalen aus ein Zeichen setzen. Da verstecken Sie sich und Sie verstecken sich hinter der Innenministerkonferenz. Und das, meine Damen und Herren, finden wir falsch. Es ist zu dem Thema, denke ich, alles gesagt. Und ich finde es schade, dass es jetzt kontrovers abgestimmt wird. Wir haben unseren konstruktiven Beitrag geleistet. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde die Schärfe dieser Debatte in der Tat, Herr Stamm, nicht gut. Sie dient der Sache nicht, sie dient der Menschen, sie dient auch der Menschen nicht. Ich glaube, Das erkannt zu haben in dieser Debatte, dass über alle Fraktionen hinweg eines klar ist, wir dürfen die syrischen Familien und die syrischen Flüchtlinge nicht alleine lassen. Wir haben eine politische Verantwortung. Ich glaube, dass wir auch eine moralische Verantwortung haben. Und ich glaube, das gilt über alle Parteigrenzen hinweg. Und ich glaube, dass auch die Intensität, mit der diese Debatte geführt wird, zeigt, mit wie viel Herzblut wirklich die Fraktionen hinter diesem Thema stehen. Wenn ich das mal, das ist ein gutes Zeichen übrigens, Herr Stamp, wenn ich das mal erweitern darf, was Herzblut angeht. Ich glaube, dass auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ausländerbehörden in unseren Kommunen, aber genauso bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hotline, die wir eingerichtet haben für syrische Flüchtlinge, mit dem gleichen Herzblut gearbeitet wird, so schnell wie möglich für humanitäre Lösungen im Einzelfall zu sorgen. Ich glaube, dafür sollten wir auch dankbar sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das in der Tat mit demselben Herzblut betreiben, wie wir hier diskutieren.
Es geht um das konkrete Ziel, meine Damen und Herren, diese Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen aufzunehmen. Da sind wir gar nicht auseinander, sondern es geht um dieses konkrete Ziel, Herr Stamm. Und dabei geht es, wenn man den Menschen wirklich helfen will, um eine Lösung, die möglichst die beste ist, die schnellste ist, die effektivste ist. Und da sage ich Ihnen, die beste und die schnellste und die effektivste Lösung, Frau Brandt, ist eine Erhöhung der Aufnahmekapazitäten des Bundes, weil diese Aufnahme garantiert, dass wir in Zusammenarbeit mit UNHCR in den Flüchtlingslagern sehr viel schneller geschaut werden kann, wer zur Ausreise als Flüchtling geeignet ist und wer weniger geeignet ist. Über diesen Weg wird den Menschen am meisten, am schnellsten geholfen. Von den 5.000, wir übrigens rund 1.000 in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. So, ich sage Ihnen jetzt ganz deutlich, ich finde es beschämend, angesichts dessen, was Jordanien, was der Libanon, was die Türkei zurzeit an Flüchtlingen aufnehmen, dass wir in einem Land, das unglaublich reich ist und in dem 80 Millionen Menschen leben, wir uns dazu nicht durchringen können, mehr als diese 5.000 aufzunehmen. Ich finde das beschämend, um es deutlich zu sagen. Und wenn wir tatsächlich bei diesem Flüchtlingsdrama, das wahrscheinlich das Drama unseres Jahrzehnts wird, wo rund 6 Millionen Syrer in Syrien und in den Nachbarländern auf der Flucht sind, müssen wir als Deutschland, egal, Herr Kruse, was andere EU-Länder machen, müssen wir hier dazu, finde ich, sind wir moralisch verpflichtet, ein Zeichen setzen, indem wir diese 5.000 deutlich nach oben setzen. Aber meine Damen und Herren, Herr Minister, entschuldigen Sie, es gibt den Wunsch, Ihnen eine Zwischenfrage stellen zu dürfen. Würden Sie diesem Wunsch nachkommen wollen? Herr Kollege Schwert möchte gerne fragen. Bitte, Herr Kollege. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie wissen ja, ich bin der mit der Gutgläubigkeit. Was halten Sie denn davon, wenn wir in Nordrhein-Westfalen, also aus Nordrhein-Westfalen Amtshilfe leisten für die, zum Beispiel diese Botschaften, die überfordert sind mit der Bearbeitung dieser Visa-Anträge? Wir haben ja gemerkt oder gehört, das sei ein Flaschenhals. Und welche Möglichkeiten sehen Sie denn da konkret vor Ort, aus mit nordrhein-westfälischen Mitteln zu helfen? Herr Schwert, das ist ein guter Gedanke, der ehrt Sie auch. Aber Sie müssen sich vorstellen, Sie haben es ja herausgearbeitet. Die Bundesanordnung ermöglicht eine Flucht nach Deutschland über die Flüchtlingsorganisation. Die Landesaufnahme erfordert nach Gesetz ein Visum durch die jeweilige Botschaft vor Ort. Die Situation ist ja nicht nur so, dass sie verwaltungsmäßig überfordert sind, die Botschaften. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass viele Flüchtlinge Damaskus schlichtweg nicht erreichen können. Da hilft auch keine Verwaltungsunterstützung, dass die Menschen in Flüchtlingslagern leben, die zum Teil hunderte von Kilometern von der deutschen Botschaft entfernt sind. Dieses Verfahren, so gut es und richtig es ist, ist das nicht das Beste. Das Beste ist, dass nächste Woche die Innenministerkonferenz beschließt, wir trennen uns von dieser 5.000-Obergrenze und beschließen einen deutlich höheren Ansatz. Einen deutlich höheren Ansatz. Ich bitte Folgendes mir abzunehmen. Wofür ich stehe, Herr Schwert, ist, es darf nicht sein, dass am Ende wegen Zwistigkeiten zwischen Bund und Ländern ein Familienangehöriger der jetzt hier lebenden Flüchtlinge deshalb nicht nach Deutschland kommen kann, weil wir uns da nicht einigen können. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir eine Aufnahmekapazität von 1.000 oder 4.000 haben. Wir müssen diesen Menschen direkt helfen. Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich stelle fest, dass das hier in diesem Haus eigentlich eine Meinung ist. Aber jetzt tun Sie mir noch mal einen Gefallen, wenn ich nächste Woche für diese Haltung in der Innenministerkonferenz werbe, dass nicht Nordrhein-Westfalen am Tisch sitzt und der Bundesinnenminister sagen kann, die 5.000er-Grenze brauchen wir gar nicht erheben, weil jetzt Nordrhein-Westfalen die Grenze auf 4.000 aufgehoben hat. Dass sozusagen das eingerechnet wird. Das tut den Menschen nicht gut. Wir wollen schnelle Lösungen haben für die Menschen. Das geht am besten durch eine Bundesanordnung. Und ich finde, wir kommen, wenn Sie das aufrechterhalten, hier direkt abzustimmen, in eine ganz komische Gemengelage, dass wir einerseits alle eigentlich dasselbe Ziel haben. Und ich das Gefühl habe, dass man eher da taktisch herangeht, als klug im Sinne der für die Menschen handelt. Und deshalb bitte ich Sie, auch dem Vorschlag von Herrn Kruse folgend, dass wir den heute nicht direkt abstimmen müssen, im Innenausschuss beraten. Und ich garantiere Ihnen, wir kommen zu einer sehr vernünftigen, humanitären und solidarischen Lösung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es gab
will ich noch nachreichen, in den letzten Sekunden noch den Wunsch, Ihnen zwei weitere Fragen stellen zu können. Wollen die beiden Kollegen das aufrechterhalten? Frau Brandt, Herr Herrmann, ja. Herr Minister, wären Sie noch bereit? Dann würde ich, wenn Sie einverstanden sind, hintereinander aufrufen. Erst Herrn Kollegen Herrmann, dann Frau Kollegin Brandt. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Frage noch zulassen. Also für Ihr Engagement, was Sie hier deutlich gemacht haben, bedanken wir uns sehr. Ich habe aber leider immer noch nicht verstanden, diese Grenze, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, für den Familiennachzug. Das sind ja auch sehr eigene Vorschriften, was ganz Eigenes, was das mit der grundsätzlich notwendigen Erhöhung des allgemeinen Kontingents zu tun hat, weswegen Sie sich, worum Sie sich auf der Innenministerkonferenz einsetzen werden, wo da der Zusammenhang ist. Ich will das gerne mal versuchen zu erklären, Herr Herrmann. Frau Düker hat das zu Recht geschildert. Von der Aufnahme des Anordnungs des Landes haben bisher nur 5 profitieren können, weil das so unglaublich kompliziert ist und weil nach Recht und Gesetz wir auch nicht anders vorgehen können. Und das in den Botschaften, ich mache da Herrn Westerwelle persönlich überhaupt keinen Vorwurf, aber die personell überfordert sind. Und wenn man die Situation der Flüchtlinge betrachtet, auch das Erreichen der deutschen Botschaft unglaublich schwierig ist. Und es macht keinen Sinn, in einen Überbietungswettbewerb zu gehen, wie viel wir in einer Landesanordnung denn an Grenze haben, wenn das nicht wirkt. Ich würde ganz gern von diesem Landtag ein Verhandlungsmandat mitnehmen in die Innenministerkonferenz für nächste Woche, dass der Bund seine Anordnung erhöhen muss. Das ist das Einzige, was diesen Menschen unmittelbar hilft. Und es hilft, eine solche Debatte um eine Landesanordnung, wo immer die Grenze zu ziehen ist, den Menschen überhaupt nicht weiter. Ich bitte da wirklich, das mal abzuwägen, ob eine solche Diskussion und eine solche abschließende Bewertung heute wirklich Sinn macht. Das war noch eine Zwischenfrage. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, wenn Sie zu Ende sind, wunderbar. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Kollegin Brandt hatte Ihre Frage zurückgezogen. Gut, weitere zurückgestellte Fragen oder Informationsinteressen sehe ich nicht mehr. Wir sind somit am Ende der Aussprache angelangt und kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion, meine Kolleginnen und Kollegen, hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags in Drucksache 4388. Ich darf fragen, wer dem Antrag der Piraten seine Zustimmung geben möchte. Den darf ich um das Handzeichen bitten. Danke sehr. Wer ist gegen diesen Antrag? Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Danke sehr. Ich stelle somit fest, dass der Antrag, ich darf doch um Ruhe bitten, meine Damen und Herren, bitte, wir sind mitten in der Abstimmung. Damit, ich darf doch sehr herzlich um Ruhe bitten, damit ich das Ergebnis feststellen kann. Damit ist der Antrag der Piratendrucksache 4388 mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90, die Grünen gegen die Stimmen von CDU, FDP und Piratenfraktion abgelehnt. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4 und wir treten ein in den Tag.